herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind Patrick, Daniel und Mirko. Und ja, lang jetzt her, aber heute mal wieder was von uns. Und ich muss eben schnell zu Patrick. Patrick! Moin! Patrick, ich bin der Pfarrer! Ja, Patrick, das finden wir alle auch. Stopp. Keiner sagt Moin, okay. Moin, Patrick. Moin, Fabian, was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, dass ich jetzt Schicht hab bei der Leitstelle. Ja, okay. Also, wenn wir das hier fertig haben, wenn wir fertig sind mit denen, komme ich auch noch einen vorbei. Okay. Bis Ciao. Dich. Ciao. Patrick? Ja? Muss das sein? Man hört die ganze Zeit das Vibrieren. Von was? Von deinem Vibrieren, wenn du pfeifst. Achso. So lustig finde ich das nicht. Nein, was ganz anderes. Oh, endlich fertig. Komm, Daniel, wir müssen Maschinen waschen gehen. Ja, ich führe euch jetzt erstmal für die Zuschauer durchs gesamte Gebiet von uns. Bäckerrennen. Ja, das ist irgendwo im Nirgendwo bei LS15 Mainburg. Voll durch den Stein durch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So, und das alles nur aus welchem Grund? Aus gar keinem. Jetzt darf ich gleich wieder anhalten, Mensch. Hallo Patrick. Hallo. Zwei Sachen. Wir haben noch gar keine Kernmaschine. Kaufen. Das war erstens. Und zweitens, Frage, soll ich uns den Klass holen oder wollen wir noch warten? Mach doch. Okay. Ich muss jetzt weiter. Ciao. Ciao. Kernmaschine, wohnt auf der Kernmaschine, Fabian. Soll ich die platzierbare oder die Dings kaufen? Du meinst Kercher oder ziehbare? Ziehbare. Ja. Warum es im Moment so still bei uns war? Ja, wir hatten alle ein paar Schwierigkeiten mit uns selber. Nein. Wir hatten im Moment einfach zu viel zu tun, sodass so man keine Zeit dafür hatte, richtig. Wo bist du denn hin, Daniel? Bist du gerade den Kercher holen oder was? Ja. Du musst hier noch mit Wasser auffüllen gehen. Oh! Ich ruf die Fabian an. Was wollt ihr eigentlich alle heute von Fabian? Ja, moin. Daniel. Ah, hi, Fabi. Ich hab gelesen. Ja, ich hab gelesen, dass mir, Fahr, du heute Dienst in der Leitstelle hast. Nein. Ich wollte. Ne? Ne. Okay, dann habe ich's falsch gelesen. Ja. Hast du denn Lust, gleich mal eben mitzukommen, wenn ich hier fertig geschwadert habe? Und zwar der RW muss man zur FGZ. Irgendwas ist da kaputt, wurde mir nur gesagt. Okay. Hast du Lust mitzukommen? Weil du gefragt hast, hat er jetzt keine Lust mehr. Nee, wollte ich gerade sagen. Im Moment ist schlecht.
Ja, okay, dann frage ich immer anderen. Ist Paddy zufällig bei dir in der Nähe? Nein. Nee, das ist schlecht. Schade, sonst hätte ich ihn fragen können. Ja, okay, dann rufe ich ihn mal an. Tschüss. Unser Kercher geht gerade schwimmen. Lohn unter dem Beninger Wilken, hallo? Ja, hi Paddy, ich bin's, Marco. Ja, was gibt's? Oh, ich fang mal los. Daniel, nimm den Klaas. Daniel, hast du was gehört? Daniel? Ja. Hast du was gehört, dass du den Klaas nehmen sollst? Ja. Ganz sehr gut. Wache 1 oder Wache 2? Wache 5. Nein, Wache 1. 1. Fabian nimmt Ilve, so wie ich ihn kann. Nö. Du. Feuer 2, okay. Du nimmst Ilve. Muss aber grad pissen. Scheiß, Alter. Seit wann kommt bei Feuer ein RW raus? Sicherungsfahrzeug. PKW. Lalalala. Stopp. Sieh dich doch mal erstmal um. Ja, was soll. Ich hab was vergessen. Wollt ohne Einsatzklamotten losgehen. Mirko, was machst du da? Ach. Fahr jetzt hier lang. Warum stell dich da doch einfach da in die Ecke oder fahr einfach. So. Warum soll ich mich los, umsehen? Fahr. Du solltest dich umziehen, das habe ich gesagt. So. Daniel, schnapp dir gleich den RW. 1211 an Leitstelle kommen. Mirko? Fabian, ich schnapp mir LF. Nee, du gehst auf den ABC. Achso, okay. Und wo ist das? Welches Feld? Oder in welcher Nähe? Das ist unten bei Feld 77. So, vollzählig. Warten. Ich habe 77 noch nicht gefunden. Feld 77? 77 ist bei 64 unten unter 81. Ja, entschuldige, bei 64. Zwischen 64 und 60. So, los, Patrick. Da unten. Warte. Fahren wir mal da runter. War das jetzt richtig? War ich wohl in die richtige Richtung? Ja, ich fahre in die richtige Richtung. Also ihr rüstet euch schon mal mit PA aus. Und der Rest macht sich da drauf bereit, alles so weit aufzubauen, also Zumischer und jeglichen anderen Gedöns. Ich bin gerade echt am Zweifeln, ob ich richtig fahre. Ja, tust du. What? Gut, dass ich so weit voraus fahre. Mit 180 über die Landstraße. Gib mal ein bisschen Gummi da vorne. Verziehbar. Er kann auch nichts dafür, dass das ein LKW ist, was er fährt. Und schieb ihn nicht so. Fahr hinter ihm, Sicherheitsabstand einhalten, sonst gibt's ein Ticket. EW 12F1 an Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Ja, Feuer hat sich bestätigt. Ja, ist verstanden. So wie ich sehen kann, ist keine Person verletzt. Du
kannst nicht so gut vorbei wie ich, wa? Muss ich das denn? Fabian, komm mal her. RW, halt. RW, hier bleiben. Und fahr dein Lichtmast eben ein. Und Mirko, du... Mirko. Ja? Wie haben wir das besprochen? Es bleibt alles stehen, bis ich euch einteile. Ja. Fabian, deine Leute... Ja, Brandbekämpfung, ich weiß schon. Das ist ein PKW-Brand. Erstmal machen. RW bleibt hier zum Sichern, ja, und. Los. Was ist das hier? Dekontamination. ABC-Zug erstmal abwarten. Der hat ja nicht nur ABC-Ausrüstung drin, ne? Der hat auch Abstreumittel. Da muss man die nicht vom RW nehmen. Deswegen habe ich den zusätzlich noch dazu geholt. Ja, ja, ich hab ja gesagt, erstmal abwarten. Haben vergessen aufzufüllen, oder? Jupp. Ja, dann denkt man sich jetzt einfach den Schaum. Darf ich mal einen Hydrant daneben stellen? Ey, ist das Spiel verbuggt? Warum? Weil ich bin da. Wenn du mal auf die Karte guckst. Bin ich auf einmal immer. Das kenne ich, das in einer ist Wache. So. Ja! Hadi, darf ich hier neben LF meinen Hydrant stellen? Patrick? Ja. Walte deines Amtes. Ich walte meines Amtes. Walter! Weißt du, was du tun sollst? Ich bin jetzt so hohl. Fabian, dieses Mal müssen wir. Feuer mieten. Genau. Boah, der Abschleppdienst war jetzt aber flott, Mensch. 12-11-1 an Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Feuer aus, Fahrzeug abtransportiert, alle giftigen Stoffe, wie sagt man dazu, überstreut. Was soll das, Mirko? Warte. Lass es. Der geht nicht aufzufüllen. Und rücken jetzt ab. Kommen. Ach, Mann, ey. Kommen. Ja, verstanden. Hier, Mirko. Du bist noch hier. Streu mal die Einsatzstelle ab. Hab ich schon. Ja. Hast du schon? Nein, natürlich nicht. Ich stell mich mal da vorne hin, dann können die Autos auch nicht durchfahren, weil der EEW ist jetzt ja einfach so weg. Hey, ich habe mich bei der Leitstelle abgemeldet. Also. Ich helfe dir auch. Ich stell mich auch nochmal quer. Ne, stell dich rückwärts, fahr einfach rückwärts jetzt hier hin, dass wir so ans Bindemittel dran können. Okay. Warte, ich wende meinen. Ja, eine einfache Dreipunktwendung. Was machst du? Daniel, du musst nicht bleiben. Wenn der EEW zurückfährt, du kannst aber Blaulicht ruhig ausmachen. Ja, komm, seid ihr auch doppelt versichert. Lass mal ein Stück weiter. Ich fahr ganz dran. So. Ja, stopp hier. So, Besen schwingen. Daniel? Wenn du Lust hast, kannst du auch helfen, sonst kannst du aber auch schon abhauen. Anscheinend hast du Lust zu helfen. Sind ja nicht alle so faul und arbeitsbegeistert wie Patrick. Ich bin nur Einsatzleiter. So, jetzt spülen wir die Straße noch schneller ein bisschen ab. Aber ich bin auch schon unterwegs zur FTZ, die neuen Bindemittelsäcke holen. Dann könnt ihr so in die Wache reinfahren. Daniel? Ah. Wollen wir gleich mal im Tauschen, dass du in ABC wegfährst, dann fahre ich gleich mal mit dem RW weiter, der muss ja noch zur FTZ. Hä, warum? Achso, ja, Entschuldigung. Rete mal. Ja, dann nehme ich den jetzt. Ja, dann nehme ich dein RW, ich fahre gleich weiter zur FTZ. Gott, ich weiß selber noch gar nicht, wo die FTZ ist. Ich schon. Weil wir müssen noch mal FTZ-Gebäude hier raufstellen.
Wir müssen erstmal eins haben. Patrick! Was? Hust, hust, THW-Wache, hust, hust. Hust, hust, wo ist THW-Wache? Hust, hust, da hinten ist THW-Wache. Hust, hust, rechts in der Mitte. Hust, hust, hab schon gewunden. Hust, hust. Ei. Ei, Karamba. Popopo. Halt's Maul. Nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, was kann man für sie tun? Hm? Okay, ich... Ja. Ja, ich halte mir noch schnell zwei, drei Leute nach. Florian... Osterholz Scharmbeck. Florian Osterholz, nenne ich. Nee, Florian Osterholz. Florian Osterholz. Florian Osterholz. 12... 45, 1... An Leitstelle. Leitstelle hört. Ja, ich benötige dringend weitere Kräfte an die Hauptstraße. Hier ist ein Kind in ein... Ich bin aber 12.55.1. 12.45.1 habe ich gesagt. Ach so. Hier ist ein Kind in ein Schornstein gekrabbelt und steckt da jetzt drinne fest. Benötige dringend weitere Kräfte zur Befreiung des Kindes. Ja, welche Kräfte genau werden denn benötigt? Rüstwagen und Einsatzleitwagen plus Rettungsdienst. Ja, verstanden. Leitstelle an... Ja, ja. Jetzt muss einer von euch kurz die Leitstelle machen. Ja. Ja. Nein, ihr müsst doch den RW und den EW anfunken, weil die ja noch unterwegs sind. Leitstelle an Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mainburg. RW... 12551 und den ELW 12111 ist, ihr werdet dringend an die Hauptstraße benötigt. Ja, 12551, verstanden. Zusätzlich zu euch wurden alarmiert der Neff und die Polizei der Bezirkswache Mainburg. Ja, das verstanden. Ist verstanden, Ende. Wird die DLK nicht benötigt? Ich hoffe, ich fahr richtig. Ich bin an der Bundesstraße. Wo an der Bundesstraße? Hier gibt's viele Häuser. Da, wo ich gerade unterwegs bin mit dem Neff. Daniel, schnapp dir mal einen Polizeiwagen. Aber keinen von denen, die da so rumstehen. Hallo, Mirko, wir müssen eben kurz stehen bleiben. Mirko. Mirko. Ja, bleib mal stehen. So, Paddy. Du brauchst nicht flüstern, das hört er sowieso. So, da kommt schon hinten jemand. Wo fährt der Neff denn lang? Da hinten kommt schon, Ich sag jetzt einfach mal hier. Ich auch. Anscheinend ja nicht. Nee, dann fahr ich mal weiter. Lass mich aber vor. Was? Lass mich ihm überholen. Dann überhol, du bist eh schneller. Was soll das denn jetzt? Wieso geht der Warnblinker nicht aus? So geht doch. Daniel, du bleibst aber hinter mir. Junge, die Bremsen sind aber auch ein bisschen schlecht. Halt! Ach, wenn ich nicht immer diese Rettungswagen hinter mir holen müsste. Patrick, teil die Leute da mal ein, weil ich ja gerade Rettungsdienst bin. Ja, ja. Angriffstrupp zur ersten Lagemeldung vor und zur Kindesberuhigung, wenn viel Kind noch wach. RW, ja? Multikatzige, Multikatzige ist blöd. Hammer und Meißel vorbereiten. Holt euch noch einen Rat vom leitenden Notarzt an der Einsatzstelle ein, ne? Ja, holt ja. Euch, und arbeitet mit dem Notarzt zusammen. Und ich quer auf die Bundesstraße stellen. Ich wollte eigentlich weiter am Rand, aber gut. Wo ist der NF denn hingegangen? Kommt gleich, der wartet noch auf den Rettungsdienst.
Kann ich so stehen bleiben oder? Ja, Daniel, du kannst so stehen bleiben. Welche Bezeichnung hat denn das Polizeiauto? FOS TW1. Ah ja. Leitstelle. Tut mir leid, das RW muss ich. Oh Mann, ey, heute läuft das mit. Heute kann ich auch irgendwie nicht fahren. Nee, läuft irgendwie nicht mit. Können wir heute alle nicht, Fabian. Daniel? Hä? Gut. Ich wollte nur sehen, ob du was gemacht hast. Hinten, Heil. Heil? Heil, achso. Paddy, wir gehen schon zum Kind. Nein, der Angriffstrupp vom LF ist schon da. Achso. Soll die Drehleiter auch noch kommen? Nein. Wir wissen ja noch gar nicht, wo um Schornstein das Kind feststeckt. Oh, das macht einen verrückt. Hä? Nee, Paddy! Was? Riech mal, entweder täusche ich mich oder es riecht hier ein bisschen nach Gas. Ganz komisch, weil wir. Ja, keine Ahnung. Schnapp dir einen weiteren Mann und geh mal den Gasherd nachgucken. Ja. NF? RTW? Komm mal mit, wo ist euer. Wir müssen mal einen Gasherd nachgucken. Moment eben. Soll ich Größe absperren? Yo, what is that? Wer wollte was von mir? Waren Sie schon beim Kind? Ja. Wo und genau, wissen Sie, dann können Sie mir auch sagen, wo genau im Schornstein das feststeckt. Ja, genau in der Mitte. Scheiße. Ah, kommen Sie mit. Benötigt, okay. LW1211 an Leitstelle, komm an. Also, hier vorne ist der. Können wir nochmal ins Haus gehen und gucken wegen Gas? 12, warte eben. 1211 an Leitstelle, komm an. Leitstelle, hört. Benötige noch die Drehleiter zum Sichern des Kindes über Dach. Ja, das ist verstanden. Wir alarmieren die Drehleiter von Ihnen. Ja, danke. So, NRF, wo sind Sie denn jetzt da? Mirko, ja? Komm mal kurz. Habt ihr den Gasgeruch schon ausfindig machen, wo der herkommt? Nein, hier in diesem Haus nicht. Dürfen wir mal in den Nachbarhäusern gucken? Ja, aber nicht einbrechen, sondern klingeln. Ja. Also, wo genau in ist das Kind? Wo genau ist das Kind? Welcher? In der Mitte, okay. Wie geht's dem Kind gesundheitlich? Notarzt? Gesundheitlich ist das Kind in einem relativ kritischen Status, es ist aber noch nicht allzu schlimm. Führer, okay. 12551 1 an Einsatzleiter kommen. Einsatzleiter hört. Ja, Gasgeruch. Ja, Gasgeruch, wo kommt Gasgeruch her? Ursache des Gasgeruchs gefunden. Hier bei einem Schuppen leckt es ganz leicht Gas. Kommen. Patrick? Ja, verstanden. Ja? Ich würde sagen, wir machen das gleich ganz einfach. Das Mittelstück ist hier ja. Wenn die Drehleiter gleich hier ist, müssen wir gucken, dass der ELW gleich einmal hinter mein Fahrzeug kommt und der ERW noch ein Stück zurückgeht. Der Rettungswagen kann eigentlich so stehen bleiben. Das oder du fährst einfach, ja genau, fahr einfach. Nein, ich bin nicht in dein LRF reingefahren. Also interessiert mich. Ich weiß schon, wo ich die DLK-Position. Ja, die DLK muss hier rein und dann müssen wir da ran. Ich rüste meine Leute schon mal mit allem so weit aus, dass wir da gleich nur noch ran müssen. Ich bin gleich derjenige, der mit hochgeht. Sicherung. Darf ich den RW mal mit zum Gasdeck nehmen? So, Jungs. Ja, genau, nehmt den mit und stellt das Gas ab. 12-1 an der Stelle. Wir beide gehen gleich hoch und ihr sammelt schon mal die Sachen zusammen und stellt die zum ELW, denn die DLK kommt hier gleich hin. Gasgeruch, ein Haus weiter, RW abgesondert, erstmal zur Gasabstellung kommen. Ja, das ist verstanden. Brauchen Sie weitere Kräfte kommen? Negativ. Ja, Patrick? Verstanden. Ja. Was hat das jetzt mit der Gasgeschichte auf sich? Keine Ahnung. Wir haben hier Gasgeruch aufgenommen und dann ist
Der ist Mirko mit einem Kollegen rübergegangen. Die haben im Shop mein Gasleck festgestellt. Okay. Genaueres wissen wir noch nicht. Ey, das ist auch ein Zufall, dass wir gerade jetzt hier sind, ne? Ja, egal. Einsatzleiter an Notarzt kommen. Notarzt hört. Ja, die Drehleiter ist gerade angekommen im Prinzip und gehen dann über Dach vor. Wollen Sie einen Sanitäter hochschicken übers Dach, dass wir ihn in den Schacht reinlassen oder? Soll das Nein, das sollten machen? Wir nicht. Da kommen sie sowieso nicht rein. Das ist ein relativ. Da passt keiner von uns rein. Ja, sie müssen nur zusehen, dass wir den Jungen jetzt gleich hier rüber rausholen. Ja. Patrick, ich gehe als hier im Sanitäter so gesehen als Notarzt mit. Ja, verstanden. Und du kommst mit und dann noch einer von meinen Leuten mit. Ja. Säge. Kann ich ja, denke ich, die Drehleiter aufbauen lassen? Ja, seh zu. Der Drehleiter aufbauen mit Kabine zum Dach, also zum Zornstein hin. Ach, nicht Kabine, sondern am Korb zum Zornstein hin. Hier so stehen lassen und aufbauen. 12:55, 1 an 12:45, 1 kommen. Hey. Also ich möchte gerne, dass die Drehleiter heile bleibt. Daniel? Ja? Wir müssen hier weiterhin. Hier müssen wir hin. 12:55, 1 an 12. An 12:45, 1 kommen. So, Patrick. So, ach, du Jan. Du setzt die Schnitte hier an. Verdammt, ich hatte nur die Katze vergessen. Hier an. Ach, dann geht's. Die hat er doch mit. Dödel. Nein, ernsthaft. Warte. Muss man denn alles selber machen hier? Warte doch eben. Hey, ich bin doch schon da. 12:55, 1 an 12:45, 1 kommen. Das schneidest du halt auf der anderen Seite, Patrick. Fabian. Okay. Fabian, bist du nicht längstens wärst du noch? Hallo, Ella? Mirko, wir haben hier gerade ein Kind zu befreien. Wieso dauert noch nicht auf der Seite? Hier auf. Oh, muss man doch alles selber machen. Ja. Ja, Schlachtruf, Entschuldigung, andere Sätze für mich da. Schlachtruf vom LF, kommt hier mal mit und kommandier Gas nicht weg. Mich hier rum als ja, Einsatzleiter. Danke. Meine Fresse. Großer Spaß. Wolf F1 an RW, kommen. RW hört. Ist das Gasleck abgeschaltet? So gut wie, kommen. Hammer und Meißel, Patrick, Hammer das da weg. Los, seht zu. Haus weg. Ist weg. Könnt jetzt reinkommen. So, langsam auf dieses Beinboard drauf, bitte. Wieso habe ich jetzt mit Absicht ganz mein Handy runtergeschmissen? Ganz vorsichtig eine Halskrause drauf. So. Vorsichtig mit der Drehleiter jetzt runter zum Rettungswagen. Alt, wir machen. Ja, ich sperre die Straße hier schnell ab, weil der. Hier und runter, Leiter. Ganz langsam. Und hier, wo ich stehe, hier muss der Korb gleich sein. Ja, wir haben Einsatzleiter kommen. Ja, Gas abgeschaltet, kommen jetzt wieder zu euch, kommen. Ja, verstanden. Beeilt euch. Ja, was? Sind schon da. So, abschneiden auf die Trage drauf. Eins. Oh. Und dann. Toll, jetzt hat er das Kind umgefahren. Echt. Mann, mit euch kann man echt nicht arbeiten. Nee. Das ist enttäuscht. Patrick, Mirko, du bist entlassen, ab nach Hause. Patrick, du fährst. Okay, Erwin geht mit. Warte. Ups. Wie schnell kann dieser Typ wohl laufen? 22 mindestens, ne? 22?
Fabian! Lothar, kannst du mich mal mitnehmen? Ich will so gern einsteigen bei dir, Notarzt. Hallo, Notarzt. Bleib mal stehen. Hallo, ich muss ja eine Person drinne behandeln. Vorsicht, es geht nach rechts, Fabian. Okay. Oh, toll. Ich lauf ganz an dem her. Oh, hi, Fabi. Das sieht gerade so witzig aus, ne? Hi, Paddy. Entschuldigung, mein Vater hat gestört. Es muss einen echten Mod geben, wo du ein Erdbeben, wo du einsteigen kannst. Patrick! Fabian, lauf mal ein bisschen schneller. Sonst bist du auch so schnell. Boah, hier steigt nicht. Jetzt mach das Martinshorn aus, sonst knall ich dich gleich. Jetzt läuft er einfach voraus. Jetzt läuft er. Jo, lag's aber. Schneller! Wie schnell läufst du, verdammt? Ups. Okay, schneller. Nein! Ja, Leute, ich verabschiede mich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, voller Kopf.